Hallo, hier ist Semino Rossi und jetzt kommt eine neue Folge von Schlagernews. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Schlager-News-Ausgabe hier auf Gute Laune TV. Und wie Sie sehen, sind wir immer noch nicht zurück im Sender. Wir befinden uns nämlich immer noch im Klausenhof in Hintertux im wunderschönen Zillertal. Mir hat es hier nämlich so gut gefallen, dass ich einfach mein ganzes Team gezwungen habe zu verlängern. Und damit es Ihnen nicht langweilig wird, starten wir jetzt gleich mal mit unserer Quizfrage. Die da heißt: Welcher in Ägypten geborene Sänger trug gerne sein Brusthaar spazieren, garniert von üppigen Ketten? Viel Spaß beim Mitraten. Ich muss ja zugeben, ich würde jetzt wahnsinnig gerne Mäuschen spielen und mal hören, zu welchen potenziellen Lösungsmöglichkeiten Sie so gelangen. Aber geduldig sein, die Auflösung gibt's erst am Ende der Schlager-News-Ausgabe. Weiter geht's mit unseren Themen der Woche. Da haben wir im Interview Grazia und Jay. Unsere CD der Woche kommt von Nick P. ohne Wenn und Aber. Natürlich gibt es auch wieder einiges an Klatsch und Tratsch mit einem neuen Schlagerazzi, präsentiert von schlager.de. Und Maite Kelly weiß in unserem Clip der Woche: Jetzt oder nie. Jetzt oder nie, ich spüre diese Energie. Setz alles aufs Spiel und wenn ich verliere, verliere ich mich in dir. Maite Kelly mit Jetzt oder Nie, unser Clip der Woche. Das ist bereits die dritte Single-Auskopplung ihres Albums Sieben Leben für dich. Und damit zeigt sie uns einmal mehr, dass sie eine wahnsinnig talentierte Songschreiberin ist und dass alles, was sie anfasst, gar keine andere Möglichkeit hat, als einfach wundervoll zu werden. Darüber hinaus kann sie ja auch richtig gut singen, kann sich bewegen, steckt jeden mit ihrer guten Laune an. Also ich finde diese Frau einfach großartig. Ihr merkt, ich habe so eine Waffe. Seit fast 20 Jahren ist Nick P. einer der ganz Großen am Schlagerhimmel. Er besitzt die seltene Gabe, scheinbar leichtfüßig zwischen Pop und Schlager zu balancieren und die Themen seiner Songs kitschbefreit, aber trotzdem auf eine romantische Weise auf den Punkt zu bringen. Sein Talent als Sänger und Songwriter zeigt sich nun einmal mehr in seinem brandaktuellen Album Ohne Wenn und Aber, und das ist unsere CD der Woche. Ein erster romantischer Vorbote zum Album war die Single Dieser Ring. Dieser Ring hat kein Ende und sein Anfang ist ein Ja. Ja, ich will alles mit dir teilen und bin immer für dich da. Inhaltlich handelt jedes Lied von Nick P. selbst und davon, dass man die Dinge einfach so nehmen soll, wie sie eben sind. Dementsprechend kann man theoretisch auch jeden Titel auf dem Album mit den Worten Ohne Wenn und Aber untermauern. Neben der normalen Albumversion mit insgesamt 12 Titeln drauf gibt es aber auch eine limitierte Fan-Edition, tada, die neben diversen wundervollen Extras auch eine Karaoke-CD enthält, auf der diverse Hits von Nick P. mit drauf sind, und dazu können Sie überall mitsingen. Im Auto, in der Badewanne, auf der Toilette, vielleicht auch beim Shoppen. Seit dem 15. September gibt es Ohne Wenn und Aber im Handel. Und welche Gedanken sich unsere Musikredaktion Ohne Wenn und Aber gemacht hat, das lesen Sie auf unserer Website. Servus, hier ist die Niki und ich schaue Schlager-News auf Gute Laune TV. Roland Kaiser gehört zu den Oberknaller-Kracherkünstlern, die auf einer permanenten Erfolgswelle reiten. Doch jetzt hat er im Rahmen des Vorverkaufs zu seiner 15. Kaisermania 2018 in Dresden am Elbufer einen neuen Rekord zu vermelden, mit dem er selbst wahrscheinlich so gar nicht gerechnet hat. Denn innerhalb von 30 Minuten waren sämtliche Tickets zu den 4 Veranstaltungstagen im August ausverkauft. Also man muss es sich mal vorstellen. Innerhalb von einer halben Stunde waren da einfach mal kurz 48.000 Tickets weg. Irre, oder? Wer jetzt keine Karte ergattert hat, nicht traurig sein. Roland Kaiser geht ja immerhin auch auf große Arena-Tour in 21 Städten. Dazu gibt's Tickets, der Vorverkauf hat schon begonnen. Sie dürfen auch zugreifen, aber erst nach den Schlager-News. Liebe Zuschauer,
Falls Sie aktuell noch auf der Suche nach einem passenden Geburtstagsgeschenk sind oder vielleicht selbst zu Hause noch Platz für einen Dekoartikel haben, hätte ich was für Sie. Ganz nach dem Motto, es gibt nichts, was es nicht gibt, kann man jetzt über Die moderne Hausfrau einen Deko-Udo bestellen. Ja, einen Deko-Udo. Und der sieht so aus. Das ist eine Miniatur-Deko-Ausgabe des legendären Udo Jürgens in typischer Pose mit weißem Bademantel am schwarzen Flügel. Preis liegt bei 9,99 Euro. Gefertigt ist er aus Kunststein, doch wir sind uns nicht so ganz sicher, ob das ein offiziell lizenziertes Produkt ist. Deshalb bin ich froh, dass ich schon meine wundervollen Deko-Artikel hier habe. Mit denen gehe ich jetzt heim. Da ist ja Geld drin. So, Geld ist in Sicherheit, aber ich habe ja noch was vergessen, nämlich unseren Schlager Razzi. Drauf zu sehen ist Sigrid Biskupski zusammen mit Olaf der Flipper. Vielen Dank, liebe Sigrid, für deinen Schlager Razzi. Getroffen habt ihr euch ja, so wie ich erfahren habe, bei der Schlagerreise in Berlin. Liebe Zuschauer, wenn auch Sie so etwas zu Hause haben, kennen Sie die E-Mail-Adresse, an die Sie das senden, und zwar schlagerrazzi@gutelaunetv.de. Deutsche, deutsche Stella. Deutsche, deutsche Stella, ich will nur dir gehören. Sie sind stimmgewaltig, sympathisch und stets bereit, das Letzte zu geben. Ich spreche vom Traumduo Grazia und Jay, zu deren Fans neben Howard Carpendale auch Corinna und Michael Schumacher, aber auch Irene Shear gehören. Grazia und Jay sind aber nicht nur auf der Bühne ein absolutes Dreamteam, sondern auch privat und harmonieren perfekt. Genau davon konnte sich mein Kollege Benny Schnier beim Interview überzeugen. Ja, das war das Glöckchen und die Werkbank. Ja. Also, ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Das war von Anfang an so, das war Zufall. Ja. Gesucht und gefunden. Ja, also ich meine, wie du sagst, Glücksfall, wenn zwei Stimmen so gut miteinander harmonieren. Gerade im zweistimmigen Bereich ist das ja ganz wichtig, ne? Ja, absolut. Dass das nicht beißt, ja. Dass da Frequenzen sind, die miteinander sich anschmeicheln. Genau, dass es nicht einfach nervtötend wird. Also das ist, und wir beide haben auch einen wahnsinnigen Spaß, wenn wir auch Aufnahmen hören oder auch beim Live-Singen, wie wir uns da stimmlich dann so gegenseitig reinsetzen können. Mhm. Also es ist wirklich ein Genuss für beide. Das komplette Interview mit Grazia und Jay sehen Sie am 27. September in Schlager aktuell ab 20.15 Uhr. So, Sie sind bestimmt gespannt, ob Sie richtig gelegen haben bei unserer dieswöchigen Quizfrage, die ja lautete, welcher in Ägypten geborene Sänger trug gerne sein Brusthaar spazieren, garniert von üppigen Ketten? Auflösung ist, Ricky Shane, ein absoluter Frauenliebling und Frauenheld zu seiner Zeit. Und wenn Sie jetzt Lust haben zu schmachten, kommt hier ein kleiner Clip-Ausschnitt für Sie. Doch was macht, ich weiß nur das eine. Jeder Tag bringt mich näher zu dir. Liebe Zuschauer, mir bleibt nun nur noch, mich zu verabschieden hier aus dem Klausnerhof in Hintertux im wunderschönen Zillertal. Ich freue mich, dass Sie mir wieder Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das nächste Mal gibt es die Schlager-News wieder aus unseren heiligen Hallen im Sender von Gute Laune TV. Zum Abschied gibt es wie immer unseren Spruch der Woche, diesmal von Oscar Wilde, der da lautet, ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Servus!